Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Ja, wir wollen jetzt theoretisch die Mission starten. Ein kleiner Sieg können wir aber nicht, weil vor Beginn dieser Mission sollte das Schiff aufgerüstet werden. Alles klar. Bevor ich das mache, schnappe ich mir erstmal den Aussichtspunkt da oben. Einmal außen rum. Irgendwo eine Möglichkeit geben, hochzukommen. Ah, da ist ein Fenster. Kann man sich hochhangeln. Komm. Einen Stein entlang. Ich weiß, dass es hart ist. Aber es muss sein. Hopp. Ja, wunderbar. Und synchronisieren. Und dann geht's runter. In den Schneehaufen, muss kalt sein. Ja, oh, hier lädt's halt wieder zwischen. Okay, da kann ich nicht einfach durchlaufen. Please come in and cast an eye about. Ah, hier ist nur Gemischtwarenhändler. Dann mal wieder raus. Okay. Kann ich das nicht theoretisch auch irgendwo aus der Schiffskabine ausmachen? Das ging doch, glaube ich, mal. Also bei Black Flag ging es auf jeden Fall. Schiff aufrüsten, perfekt. Kaufen, morgen Verbesserungen. Alles zu teuer. Kaufen, ja. Das kann ich alles leider nicht verkaufen. Jagdbeute. Ja, komm, Knochen, was soll's. Sehen. Ah, nee, da wollte ich gar nicht hin noch. Verdammt. Leisten kann ich mir trotzdem nichts. Unschön. Na so, Voraussetzung, diese müssen sie von der Hauptgeschichte weiter vorankommen. Toll. Ja, da reicht mir nicht nur das Geld nicht. Doch, da reicht mir das Geld nicht. Ich sollte ein bisschen mehr aufsammeln, habe ich so das Gefühl. Gibt es hier in der Nähe vielleicht irgendwelche Truhen? Ja, da gibt es Truhen. Dann gehe ich mir ein paar Truhen zusammensorgen. Ich will nämlich nicht, dass die Mission nicht klappt. Nur deswegen. Man muss es sich aber nicht unnötig schwer machen. Ah, den mag ich nicht. Und dich mag ich auch nicht. Komm schon, ja. Und dann erbeuten wir gleich noch ein bisschen Zeug bei ihm. Auch wenn es nicht viel ist. Ja. Ruhe. Ah, okay, es wird angezeigt, wenn Verbesserungen verfügbar sind. Gut. Taverne ist noch gesperrt. Schade. Das sind doch ein paar Geiseln. Die schnappe ich mir. Bitte akzeptiert meinen aufrichtigsten Dank, Sir. Ja, gern geschehen. Kein Problem. Oh, noch ein bisschen plündern. Da ist da oben die nächste Truhe.
Komm ich hier hoch? Ja, hier müssen wir nicht hochkommen. Sehr nice. Nächste Truhe geplündert. Hier ist theoretisch irgendwo eine. Unten. Eiskaltes Wasser. Was? Wieso? Es ist doch nur Wasser. Okay. Da war doch gar nicht so besonders dabei. Ich verstehe es nicht. War das Wasser etwa so flach? Beziehungsweise der Boden nicht tief genug, oder? Weiß nicht. Keine Ahnung. Na. Kommst du da drüber? Nein, kommt er nicht. Dann lassen wir's. Nächste Truhe. Wir haben keine mehr. Okay. Gut, dann versuchen wir es hauptmissionsmäßig weiterzukommen. Beziehungsweise, nee, bevor ich die Hauptmission mache, natürlich. Das hat sich hier überhaupt nicht gelohnt. Nochmal zum Schiff zurück. Unnötiges Rumgelatsche, muss ich sagen. Oh Gott. Fuck, geht auf. Das hat richtig schön Leben gezogen. Oh, muss mal rein, genau. So, jetzt können wir vielleicht was kaufen. Hier, Stärke der Rundkugel. Ja, damit. Mehr Schaden machen ist immer gut. Und dann ab zur Mission. Wieder mal da hinten hoch. Können wir ja schon. Schön. Gut gemacht, Junge. Ja, egal. Das muss reichen. Tut mir leid. Chevalier, was ist mit eurem Schiff? Es gab ein winziges Scharmützel. Drei Schiffe habe ich ins nasse Grab geschickt. Die Gerfaut wäre beinahe gefunden. Und da ging es euch besser, Le Chasseur? In der Tat. Ich habe erfahren, dass dieser Samuel Smith überall nach Antworten gesucht hat, um die Funktionsweise der geheimnisvollen Schatulle zu ergründen. Er ist aus Europa zurück. Wo ist er jetzt? Macht seinen Schoner flott. Wenn ihr euch eilt, trefft ihr ihn noch. Dort. Ach, wisst ihr noch die Baupläne? Nun, ein Ingenieur baute diese Wunderwaffe für euer Schiff. Master Packels Gewehr feuert schneller als eine Artilleriebrigade und doppelt so schnell. Vielen Dank. Nur das Beste für meine guten Freunde. Puckelgewehr. Auf Schwachstellen abfeuern, RB halten, reißt sie mit R. Okay. Bringt die Hauptsegel in den Wind. Alles klar, los geht's. Ich begleite euch auf der Reise. Wollen wir dann, Gentlemen? Natürlich wollen wir. Bester Laune, Shay. Ach, warum immer. Auch nicht? Wir haben eine neue Waffe und können sie wohl bald einsetzen. Nebenbei, Templer sind meist gut bewacht. Und ich bin sicher, Smith macht da keine Ausnahme. Und
diese Baupläne bringen noch einen weiteren Vorteil. Nö, den muss ich ja nicht angreifen. Eine Ramme, die das Eis durchbrechen kann. Ich hörte von dieser Technologie, habe sie aber nie in Aktion gesehen. Was ist denn mit Smith? Wo steckt er? Nichts zu sehen bisher. Er segelt in diesem Gewässer. Doch, da. Vielleicht hat er die Vorläufer. Bitte, Fortuna, schenkt euch ihr Lächeln. Wir sind entdeckt. Verfolgt ihn. Aber schießt nicht. Wir dürfen die Schatulle nicht beschädigen oder gar versenken. Kann dieses Fass auf schneller? Ich bin noch seetüchtig, Chevalier. Unser Ziel ist sehr gescheit. Ist der Hammer. Was er hier auf sie will, erschließt sich mir nicht. Vielleicht wollte er jemanden treffen. Oder stieß auf Piraten. Er überholt sein Schiff. Etwas muss geschehen sein. Hätten meine Verbündeten ihn angegriffen, wüsste ich davon. Nun, er war lange auf Reisen. Der hängt mich ab, aber ich kann nicht schneller. Ich darf nicht schneller. Ich darf keine Reisegeschwindigkeit benutzen. Ah, ich komme wieder näher ran, okay. Vertraute ihm die Vorläuferschatulle an. Könnte sie noch haben. Shay hat recht. Die Schatulle geht vor. Also können wir ihn nicht versenken. Wir müssen sein Schiff kapern oder ihn zum Stranden zwingen. Seht, Captain. Er bricht durch das Eis. Ihr scheint nicht der Einzige mit einem Rammsporn zu sein, Shay. Hoffentlich ist unserer ebenso gut. Noch, ich war einfach ihm hinterher. Komm schon. Da ist doch hier schon fast alles freigelegt. Der Weg ist frei. Ja, natürlich. Er hat doch schon fast alles freigelegt. Aber verschwendet keine Zeit mit Jubeln. Smith entwischt uns. Wie schön. Ich darf ja auch keine Reisegeschwindigkeit benutzen. Eine Falle. Boah, Scheiße. Das war ein Einschlag, sage ich dir. Oh, Mann. Oh, bis ich da wieder stehe. Da vergehen ja Jahre vergehen da. Oh, verdammt. Wir werden angegriffen. Jetzt gibt's zurück. Oh, die wollen meine Crew töten. Doch nicht nach oben. Meine Fresse, ey. Und das hat natürlich Leben gekostet. Na ja, klar. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schaffen. Der Sprung gerade war nicht so dolle. Aber ich muss meiner Crew helfen. Komm schon. Noch einer über Bord. Die greifen uns an und wir erledigen sie. Das ist nicht mal schön. Komm schon. Gewonnen! Ich werde die Morrigan komplett reparieren. Ich weiß nicht, was da jetzt noch kommt in der Mission. Ich will es nachher nicht bereut haben. Die restlichen Schiffe greifen uns das gar nicht an. Ich frage mich auch, warum wir nicht den hier Schiff einfach nehmen. Wo ist Smiths Schiff geblieben? Beseitigen wir zunächst diese Ablenkung. Wir finden ihn. Feuer! 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 Komm, hau ihn weg. Enttäuschen. Ist aber nicht weit gekommen. Er ist noch in Reichweite. Hat wohl eine kleine Pause eingelegt, habe ich das Gefühl. Komm schon, den schnappen wir uns jetzt. Jetzt können wir endlich mit Reisegeschwindigkeit. Der hat angelegt. Oder? Nee, er schwimmt jetzt weiter. Oh ja. Was um alles in der Welt? Teufel!
Teufelswerk ist das? Noch eine Templer-Taktik. Sie können das Wasser mit Flammen überziehen. Vorsicht, Che! Wir könnten zur Asche werden. Das ist nichts als ein letzter verzweifelter Versuch. Er weiß, dass wir ihn haben. Nein, gib doch Gas, nein! Schön, dass er immer solche Lücken lässt. Meine Augen schließe, träume ich von Schnee. Ah, ein bisschen Flammen. Schade doch nicht. Feuert auf keinen Fall mit den Kanonen in der Nähe der wertvollen Schatulle. Ich kümmere mich darum. Andocken! Und das Feuer schon wieder weg. Anker setzen! Der fasst noch einen Weg aus. Oh, das sind einige. Ich glaube, ich nehme den anderen Weg. Nein, doch nicht ins Wasser. Warum? Meine Fresse. Einfach darüber springen. Das ist doch sonst auch immerhin. Okay, er springt nur ins Wasser. Ich kann da leider nichts machen. Wurfpfeile bestehen aus einem Seil mit einem tödlichen Stilett am Ende. Drücken Sie Y, wenn Sie sich über Ihrem Ziel befinden, um einen Attentat zu verüben. Halten Sie Y, wenn Sie sich über Ihrem Ziel befinden. Sie helfen, um einen Attentat zu verüben, Gegner zu hängen. Wenn Sie am Boden sind, ziehen Sie auf einen Gegner und drücken Sie Y, um ihn heranzuziehen. Drücken Sie dann auf Y, um ihn anzugreifen. Um Gottes Willen. ZVI, zu viel Information. Ich gehe auf jetzt die brachiale Art und Weise hier durch. Menschlicher Schild. Zack. Der Stärkste ist schon mal weg. Das hat mir so gefehlt in Unity. Oh. Oh, er hat's nicht mehr. Gut. Wie komme ich da jetzt hoch? Habe ich irgendwas da? Ja, ich habe Pistolen da. Den knall ich einfach ab. Das sollte möglichst schneller sein als er, ne? You look like you're having fun. I'm sorry to barge in. You get back here. Zack. Zack, zack. Messerscharfe Klingen. Die werden dir die Freude nehmen, mein Freund. Du bist der Nächste. Ach. Komm, wir übertreiben hier alle. Ah, der wird gleich seine Bombe werfen. Ich mach mich da mal ein bisschen hier rüber aus dem Staub. Oh nein, nicht nach oben. Nicht nach oben, nicht schon wieder. Schön gemacht. Erledige ihn. Gut. So, jetzt erledige ich den. Komm her, Mann. Ja. Doch nicht den, nein. So schwer kann es echt nicht sein. Geht doch. Und der bleibt einfach nur stehen, oder wie? Das kann nicht sein. Nein. Wisst ihr überhaupt, was das ist? Ein uraltes Artefakt. Ein Schatz von jenen, die vor uns kamen. Ja. Aber was soll's? Selbst die größten Wissenschaftler aus ganz Europa konnten es nicht zum Laufen bringen. Jetzt fehlt nur noch das Manuskript. Und dann wird alles enthüllt. Okay. Alles klar.
Erledigt. Brennendes Öl. Sie können jetzt brennendes Öl abwerfen, um Verfolgerschiffe zu beschädigen. Zielmodus für brennendes Öl aktivieren, nach hinten blicken und LT halten. Ziel mit R. Feuerspur hinterlassen, RT drücken und halten. Schneller Wechsel zur Rückansicht, Y halten. Okay. Und plündern. Momentan mit der Kamera ein bisschen arg nah dran, ne? Aber ich kann es nicht ändern, um ehrlich zu sein. Egal, es sind nur vier Gegner hier. Ah, jetzt passt es wieder an. Sehr gut. Ganz ruhig bleiben. So, wo haben wir die nächste Mission? Wir müssen wieder nach Nordamerika. Ja, würde sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an, oder? Bis dann. Ciao.